So, hey Leute und herzlich willkommen bei einem kleinen neuen Video von mir. Und zwar habe ich mir gedacht, ich mache ja generell Unboxing-Videos und ich dachte mir, naja, warum auch nicht mal wieder mit etwas, was ich mir jetzt neu geholt hatte, liegt jetzt schon ein bisschen länger rum. Und da dachte ich mir, weißt du was, jetzt hast du es dir gegönnt. Und zwar habe ich mir jetzt einfach mal aus Spaß, ja, Doom gekauft, die deutsche Ausgabe von Bethesda Games. Nicht schlecht auf jeden Fall. Es sah zumindest sehr ansprechend aus. Ich habe zwar Doom nie gespielt, muss ich sagen, weil ich das wiederum sehr, naja, ich weiß nicht, dieses Rumlaufen und Dämonen töten, abschlachten, das ist zwar mega geil, aber irgendwie, keine Ahnung, war das zu stumpf, keine Ahnung. Aber das ist jetzt mal ein anderes Thema. Hier geht es heute wieder mal um ein Brettspiel. Ich habe ja schon von jeglichen Brettspielen immer mal Videos gemacht. Geschweige denn, die meisten sind ja sowieso gezeigt worden von Warhammer Games Workshop Spiele. Aber das heißt ja nicht, dass andere Brettspiele nicht auch geil sein sollten. Und vor allen Dingen für meine Zuschauer dachte ich mir, ja, wieso nicht? Ich kann ja auch immer auf einen anderen Pfad noch mitbringen, vielleicht, und euch noch ein paar andere Spiele zeigen, die ey, sehr cool sind, die man mal spielt. Und vielleicht habt ihr ja Bock auf das Spiel und sagt so, oh ja, warum nicht? Und jetzt schauen wir uns einfach mal an, was in dieser Box drin ist, wie gut die Qualität davon tatsächlich ist, denn das Spiel kostet 80 Euro soweit. Und ja, daher packen wir das Ganze jetzt einmal aus. So sieht das Ganze von hinten aus. Schön ist hier immer drauf halt, man sieht schon, es sind ja also es sind Karten halt ja auch drinne. Und hier wird halt schön drauf gezeigt, welche Hüllen ihr kaufen müsst. Und es gibt halt eine bestimmte Marken, die extra für so Brettspiele ausgelegt sind. Ich wünschte, das hätte noch zum Beispiel Games Workshop auf ihren Brettspielen drauf, dass die Karten, die man dort hat, nicht selber laminieren muss extra, sondern dass es dafür auch einfach direkt schon die Hüllen gibt und man sieht so, ah, du brauchst die in die Hüllen. So, das Ganze enthält 37 Miniaturen. Und ja, wir packen einfach mal direkt aus. Es wird vielleicht, je nachdem, wie gut das Ganze ankommt und wie viele danach fragen, etc., ihr kennt das Prozedere, wird es davon auch ein Spielereview geben oder ich werde die Regeln erklären, mal sehen. Aber davon gibt es eigentlich mehr als genug, dass das Quatsch wäre. Es sei denn, man will es unbedingt sehen, wie es gespielt wird von mir, etc., dann ist das in Ordnung. Und ansonsten ist es wie immer, Leute, gerne liken, teilen, abonnieren, kommentieren das Ganze und gerne mal auf die Werbung klicken. So. Und jetzt packen wir das gute Stück aus. Also, was kommt uns als erstes entgegen? Als erstes kommen uns Bücher entgegen. Und wie ist das? Normalerweise ist das ja immer so. Wir haben ein Operationshandbuch. Dies dient dazu, uns quasi die Aufgaben, die wir erspielen wollen oder die Missionen, die wir spielen wollen. Das ist Operation Schwarzer Bischof. Dann haben wir, mal sehen, was gibt es denn hier noch alles? Gibt es hier ja nur den schwarzen Bischof oder sehe ich, nee, Operation Exodus und so weiter. Also sehr schön. Wie gesagt, die Illustration da drin ist sehr, sehr top. Qualität des Buches auch einwandfrei, kann man eigentlich so gleich schätzen wie Games Workshop. Man kann ja vieles über die sagen. Vor allen Dingen, ich könnte da vieles sagen, aber im Endeffekt ist die Qualität von diesem Buch hier oder von diesen drei Büchern quasi ja, Qualität von einem Games Workshop. Ja. Kann man nicht anders sagen. Ist echt top. Sieht nice aus. Dann haben wir als nächstes noch ein Referenzhandbuch und das ist tatsächlich dicker als alle anderen Bücher zusammen. Oder Hefte eher gesagt. Aber hier wird natürlich nochmal ganz genau, wenn es natürlich Kommunikationsschwierigkeiten gibt oder man weiß nicht, weil eine Situation gerade eintritt, die man so noch nie hatte. Ja, wird halt hier einmal komplett schön mit einem Index erklärt, auf welcher Seite was zu beachten ist, sollte diese Situation eintreten. Dann haben wir noch das Spielregel. Die Spielregel, wie gesagt, durchgelesen habe ich es mir natürlich mal. Die Sache ist natürlich immer die, ja, manche Spielebeschreibungen sind echt scheiße erklärt. Und da schaue ich mir dann tatsächlich auch ein YouTube-Video an, um es einfach schneller zu kapieren, weil die einfach manchmal Sachen schreiben, wo man sagt, boah, was wollen sie jetzt von einem? Ist aber gar nicht so schlecht geschrieben. Ist verständlich. Ich würde mir trotzdem nebenbei noch mal ein kleines Video anschauen dazu. Und dann ist man auf der sicheren Seite. An sich ist das Spiel echt simpel aufgebaut. Allein Angriff sowie Verteidigung. Keine großes Rechengedöne ist es,
sondern wirklich wird da viel mit den Karten abgehandelt. Es wird ein bisschen gewürfelt, am meisten spielt man Karten aus und es gibt einfach nur dick auf die Fresse quasi, ja. Dann schauen wir uns das Ganze mal hier an. Das sind unsere bedruckten Platten. Das ist hier die Pappe, die man halt so kennt. Und wir machen mal kurzzeitig einen Moment. Die Folie ab. Ja, die brauchen wir eh nicht. Wie gesagt, immer schön viel Platz ist in den Kartons, damit man auch schöne Spieleinlagen kaufen kann. Wie gesagt, die von Feldherr. Feldherr hat schon sowas, wenn ich mich nicht ganz irre. Daher kann man da ganz entspannt die von Feldherr kaufen. Also bedruckt, sehr nice. Schaut es euch mal an. Die Qualität davon wirklich in Ordnung. Kann man nicht anders sagen. Ich muss ein bisschen aufpassen, nicht, dass mir die jetzt rausfallen, wenn ich sie noch gar nicht bespiele. Sehr, sehr schön. Also Qualität absolut top. Da gibt es echt ranzigere Spiele, die ihr bestimmt auch kennt. Könnt ihr mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, welche euer schlimmstes Spiel war, was ihr ausgepackt habt und habt gedacht, die Qualität ist so minderwertig, da laufe ich fast vorweg. Würde mich echt mal interessieren. Bei mir gibt es da echt so ein oder andere günstige Brettspiele, beispielsweise die Qualität von Massive Darkness ist absolut top. Aber die Figuren dazu sind absolut, boah, unterirdisch fast schon. Hier haben wir die Spielmarker, wie zum Beispiel von den ganzen Waffen etc. Ja, das ist schon mal, also wie gesagt, die sind sauber bedruckt. Relativ dickes Material auf jeden Fall dafür. Ja, also die sind wirklich nicht hier aus dünner Pappe, sondern sind recht ordentlich. Auch hier die ganzen Marker, wie gesagt, die sind wirklich, die Farbe ist ordentlich, die knallt. An sich, wie gesagt, keine Makel kann man so erkennen. Also geht schon mal ein dickes Lob da raus. Haben sie gut gemacht. Ich meine, da steht auch eine Firma zwar dahinter auf jeden Fall, ne, wo man weiß, die sind jetzt nicht gerade die schlechtesten tatsächlich in so Brettspielen. Und da möchte man natürlich auch, da kann man auch die Latte ein bisschen höher setzen, wie bei anderen, muss man tatsächlich sagen. Dann haben wir nicht viel. Wir haben eigentlich im Endeffekt nur noch drei rote Würfel dort drinne mit so Schusslöchern, quasi naja, den Trefferwert quasi anzeigen, ob du getroffen hast oder nicht getroffen hast. Also ganz simpel, keine Sondersymbole oder so ähnliches drauf, sondern wirklich, wie man sieht, nur eins, zwei oder sogar drei, glaube ich, genau, oder drei Einschusslöcher. Also alles entspannt tatsächlich beim Spiel. Dann haben wir als nächstes, wie gesagt, es ist so viel ist hier gar nicht drinne. Wir haben hier unsere kleinen Kärtchen, wie man sie aus Brettspielen mittlerweile kennt. GW hat sowas, hat GW solche super kleinen Karten auch? Nein, nein, bis jetzt halten sie sich eigentlich noch getrost an die etwas größeren Karten. Auch diese sind, hier kann man nicht anders sagen, sauber bedruckt. Also sehen wirklich nice aus. Die fühlen sich super an, die sind nicht super dünn, also die haben schon etwas. Ja, Qualität. Ich hätte fast gesagt, eigentlich so der ganz normale Brettspiel Standard, quasi nicht schlechter, aber auch nicht super viel besser. Wie gesagt, die Prints sind alle astrein. Und wie gesagt, Übersetzung ist auch soweit top, weil das war erst, meine ich, auf Englisch das Spiel sogar nur erhältlich und dann hat es irgendwann eine deutsche Ausgabe bekommen. Da möchte ich mich aber jetzt nicht ins Feuer schmeißen für die Aussage. Also, ich meine, ich hätte sowas mal gelesen. Ist aber auch schon länger her. Ich glaube, das Spiel ist, lasst mich lügen, 2016 oder 2017 rausgekommen. Hier haben wir jetzt noch die großen Karten. Deswegen seht ihr, ihr braucht echt viele, viele Hüllen tatsächlich. Aber das Gute ist, die Hüllen kosten echt nicht viel. Ich habe mal zusammengerechnet. Ich glaube, um das hier einzuhüllen, das Spiel, waren wir bei 15, waren wir bei, ich glaube, 22 Euro. Ja, und die Spieleinlage von Feldherr kostet meistens auch so um einen Zwanni rum. Ja, das heißt, für 40 Euro extra nochmal habt ihr das Spiel komplett safe geschützt. Und alles ist gut. Ich teile mal den Stapel kurz auf. Wie ihr seht, sind auch diese hier absolut top geprintet. Ihr habt halt hier eure Ausrüstung quasi. Ja, ihr habt so Standardkarten, also ihr habt so ein Spieldeck, je nachdem, also die sind standardmäßig immer drinnen bei euch, weil das ist eure Standardausrüstung pro Held. Ihr habt vier Helden halt, mit denen ihr dort reingehen könnt. Und dann da baut sich das Deck quasi aus.
je nachdem noch, welche Waffen ihr mit habt, und die bestehen immer aus drei Karten halt, ja. Und dann könnt ihr natürlich auch immer die gleichen Waffen auch nehmen. Also es sind mehr als genügend Karten da. Auch die Bilder dazu könnt ihr euch mal anschauen. Ich finde die mehr als sauber. Die sind immer aus einem Spiel, so wie es aussieht, wurden die ab, nicht abfotografiert. Also, ne, ihr wisst, was ich meine, Fotomodus, und dann gib ihm. Also die sehen wirklich top aus. Die das Spiel spielen, werden die Bilder wahrscheinlich alle kennen und werden sich freuen, wenn sie denen kräftig in den Arsch treten können. Fokus. Fokus, genau, Fokus. Und ja, dann baut ihr euer Deck zusammen. Hier sind eure, mal sehen, wo sind sie? Hier habt ihr sie. Es gibt, hier sind eure Helden. Also, einfach gesagt, im Endeffekt nur Alpha, Bravo, Charlie und Delta. Und hier ist halt der Killmaster, also der Overlord quasi. Und die sind nochmal anders markiert. Und das sind die Spielziele auch. Entweder nur ganz simples, tötet die Helden, oder zum Beispiel sammelt das und das ein vorher, oder. Ja, so ist das Spiel halt aufgebaut. Und dann habt ihr hier natürlich noch die anderen Karten. Ich habe hier ja noch ein paar. Nochmal die Prints zeige ich euch hier hinten nochmal. Die Karten, also wie gesagt, die sind absolut geil. Kann ich nicht anders sagen. Die sehen super aus. Lasst mir gerne eure Meinung davon auch mal da, wie ihr das findet, die Qualität des Spiels. Und hier wird dann drauf quasi gezogen, und dann steht hier, was für Gegner ihr quasi in welchem Bereich aufstellt. Und dann wird sich einfach nur noch hardcore auf die Schnauze gehauen. Ja, bis irgendeiner weint und keinen Bock mehr hat. Und wie gesagt, alles Bilder aus den Spielen oder aus dem Spiel. Was ich schon mal sehr, sehr nice. Ah, Fokus? Ja, sehr nice finde. Kann ich nicht anders sagen. So. Und nun kommen wir noch zum Schluss, weil wir wollen es ja nicht bis in eine Endlichkeit treiben, das Ganze. Schauen wir uns noch kurzerhand die Figuren an. Und dann hat es sich doch. Da ist eine Figur mir schon noch rausgefallen im letzten. Wie gesagt, es sind 37 Figuren in beige. Ja. Ich mach's mal einfach. Ich kipp die mal da rein. So, jetzt können wir uns die ein bisschen näher anschauen. Dafür gehe ich mal eine Zoomstufe rein. So, mal gucken. Wir haben hier unseren Dicken. Der wird sogar noch zusammengesteckt, weil der hat Arme sind ab und der Kopf. Die müsst ihr nur noch zusammenstecken. Ihr müsst auch nichts kleben. Ihr braucht nicht extra Kleber oder so. Da reicht wirklich auch zusammenstecken. Ich werde natürlich diese Figuren definitiv bemalen, weil ich finde die so geil, und der ist richtig, richtig groß. Also meine Hand, hoppla, wo haben wir es? Da. Ja, also der ist ordentlich. Ich glaube, der hat mindestens 11 Zentimeter oder so, wenn nicht mehr. 11, warte mal, das sind, ja, so 10 Zentimeter auf jeden Fall. Die Details sind sehr geil. Ich versuche gerade einen Fokus zu ziehen. Komm schon, komm schon. Ja, so geht nur. Tut mir leid. Aber ich kann euch sagen, wenn ich euch sage, dass das wirklich eine Qualität ist, die mehr als in Ordnung ist, dann könnt ihr mir das garantiert glauben. Den haben wir. Dann haben wir die etwas kleineren Dicken. Davon haben wir auch welche. So, von denen hier. Na komm. Ach, ist das ärgerlich, wenn er wartet kurz. Will er nicht. Okay, wartet mal. Dann müssen wir es anders machen. So. Dann haben wir den dicken Kerl. Der ist als Gegnertyp mit dabei. Dann haben wir diesen Herrn mit dabei. Öfters auch immer. Ich glaube, immer zwei oder dreimal die Figuren mit dabei, mindestens. Dann haben wir als nächstes so ein Glubschi-Auge. Ich weiß, die Kenner werden sich jetzt aufregen und sagen, wie kann man die ganzen Namen nicht wissen? Sorry, Leute, wie gesagt, nicht gespielt. Dann haben wir noch den Gegnertypen noch mit dabei. Und ich hoffe, für die, die das Spiel auch kennen oder es auch mögen, sind jetzt Gegnertypen mit dabei, die sie feiern. Dann haben wir noch den hier. Und zum Schluss haben wir noch, nee, wir haben noch zwei. Noch diese zwei.
Genau, das sind die etwas kleineren, die schwächeren. Und unsere Delta-Helden natürlich, also Alpha, Beta, Gamma quasi, haben wir natürlich auch dabei. Die sind ein bisschen einfacher von der Qualität, finde ich, obwohl es wahrscheinlich derselbe Guss ist, aber die sehen halt ein bisschen weniger hochwertig aus, aber trotzdem noch mehr als wie manch anderes Game wie Rune Wars etc. oder so. Das ist halt wirklich ganz schlimm gewesen. Aber nun gut. Man spielt ja dieses Brettspiel auch generell eigentlich nur wegen dem Spiel und nicht, weil man jetzt noch die Figuren meint zu bemalen zu müssen und. Das liegt ja nur an den Leuten, die einfach wollen, dass das Spiel noch ein bisschen lebendiger wirkt. Und das wird's halt, wenn man sie noch bemalt. So, das sind sie. Das sind die ganzen Helden, 37 Figuren sind halt drin. Es ist eine riesen Malsession. Das Spiel spielt sich wirklich sehr, sehr geil, sehr, sehr einfach. Und für jeden Fan ein Must-Have, der auch auf Brettspiele steht. Daher kann ich nur sagen, Leute, schaut es euch gerne an, kauft es euch und habt Spaß. Bis dahin wünsche ich euch einen schönen Tag noch. Macht's gut, haut rein und bis zum nächsten Mal. Ciao.